Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 2. Wir sind hier derzeit noch in Askas Schloss und hier sind überall Skelette, wie ihr seht. Und ja, wir sind auf der Suche nach Jaina oder Jaina, wie auch immer man es aussprechen soll. Ich spreche jetzt einfach mal Jaina aus, nachdem Susano wohl auch kein stummes O hatte bei Okami. Nehme ich einfach mal an, spreche ich das auch am besten einfach Deutsch aus. So, ja, ich freue mich, endlich hier wieder mit diesem Projekt weiterzumachen. Die letzte Aufnahme liegt schon, ja, 6 Folgen zurück. Ich habe die ersten 6 Folgen am Stück aufgenommen, auch wenn ich das eigentlich nie so wirklich extrem viel aufnehmen will am Stück. Aber ich wollte ja ein bisschen Material für einen Trailer zusammenbekommen, dass ich auch einen kleinen Trailer für das Projekt schneiden kann. Und das geht ja eh eine ganze Weile. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ja, kannst du mal aufnehmen. Eigentlich wollte ich auch noch das neue Kampfsystem in den Trailer mit aufnehmen, aber nee. Die Kämpfe kommen dann doch erst später, als ich dachte. Noch keinen einzigen Kampf bisher. Und ja. Ich merke auch schon, ich bin sogar in Spielen zu nett. Wie mir in den Kommentaren gesagt wurde, hätte ich die Katze gar nicht suchen brauchen, sondern hätte einfach sagen sollen: Ey, nee, Alter, ich nehme deine Katze nicht, ich such die nicht, und hätte dann wohl die Brille direkt bekommen. Aber na gut. Ich bin eben ein freundlicher Mensch. Dementsprechend habe ich da gerne geholfen. Und ja. Schau hier einfach mal mich um. Okay, dachte ich mir. Runter. Okay, nicht runter. Interessant. Gleich mal den falschen Weg gegangen. Toll. Kann man ja auch mal machen. Aber ich freue mich wirklich auf dieses Projekt, und wie ihr vielleicht euch denken könnt, anhand der Tatsache, dass die Zahlen vom Projektstatus 3 dreistellig sind, rechne ich damit, dass dies ein längeres Projekt werden könnte, ein längeres Let's Play werden könnte, das eventuell auch die 100 Folgen sprengen wird, was Okami vielleicht auch schaffen wird. Ich bin ja, glaube ich, gerade bei Folge 55, 56 rum, die ich aufgenommen habe vorher. Und ja, dann wurde mir erst gesagt: Ja, übrigens, die Geschichte, die beginnt hier quasi erst. Da habe ich mir auch gedacht: Toll, ja. Okay. Wird also etwas länger gehen. Aber okay, ich freue mich, weil beides sehr schöne Spiele sind. Und ich freue mich auch nachher, später, dann Satinas Ketten aufzunehmen. Muss ja wieder ein bisschen ein paar Folgen jeweils im Vorhinein jetzt produzieren wieder. Weil Satinas Ketten ist da wohl das Angenehmste, weil ich da einfach die Stimmen vom Spiel nehmen kann und nicht selber versuchen muss, die Stimmen irgendwie zu synchronisieren. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Huch. Ach, mit B komme ich auch ins Menü. Okay, das war gerade ein Versehen. Ich wollte eigentlich nur die Leertaste drücken. Aber gut zu wissen. Also Leute, jetzt wisst ihr, mit B kommt man bei Vampire Stone 2 auch ins Menü. Wahrscheinlich allgemein bei RPG Maker 2003 spielen, aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit zum Lesen. Und was ist das für ein Clown? Den haben wir doch schon mal gesehen. Hallo, Clown. Hey, dich haben wir doch schon in Türe gesehen. Was machst du hier und warum bist du vor uns geflohen? Wollt ihr speichern? Wie bitte? Wer bist du? Deine Stimme habe ich doch schon einmal gehört. Du hast mir Askas Schloss zugeflüstert. Unrelevant, ihr werdet im Magiezimmer erwartet. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, für mich. Echt, habe ich wie bitte gesagt? Egal. Auf jeden Fall, für mich wäre das jetzt relativ unwichtig gewesen auf Spielstand, Schwierigkeitsgrad einfach, da ich, ja, wie ihr wisst, unbegrenzt speichern kann jederzeit. Ist das für mich unrelevant, aber für andere Schwierigkeitsgrade durchaus eine nützliche Möglichkeit.
dass man auch nicht alles neu machen muss. Falls ich jetzt erwischt werden würde, könnte ich auch einfach jetzt F12 drücken, den Spielstand laden und gut ist. Aber ich lasse mich ja nicht erwischen. Denn ich bin ja ein echter Assassinen-Vampir. Ohoho, ja. Okay. Wir müssten eigentlich gleich da sein, das Magiezimmer. Ich glaube, hier müsste eine Treppe jetzt nach unten sein, die wir nehmen, um dann nach Süden zu laufen, um eine weitere Treppe nach unten zu nehmen. Und dann müssten wir, glaube ich, schon da sein. Okay, doof. Wir kommen hier nicht runter. Okay, vielleicht kommen wir in der Mitte runter. Ach komm, ein paar kann ich ja mal mitnehmen und probieren, ob was drin ist. Aber ich werde jetzt nicht mehr so extrem wie gerade eben vorgehen, eigentlich. Hatte ich mir das gerade vorgenommen und im selben Moment irgendwie schon wieder missachtet, dass ich mir das vorgenommen hatte. Schattenpulver. Keine Zeit zum Lesen, immer noch nicht. Menschenskind, ihr habt's aber eilig. Kann ich gar nicht verstehen, dass ihr es so eilig habt, da ich dieses Spiel eben schon kenne und weiß, was uns als nächstes blühen wird. Aber okay. Sie wissen es natürlich nicht. Dementsprechend wollen sie auch nicht auch noch irgendwie ein schnuckliches Buch lesen. Apropos Buch, ich müsste mal mein Buch weiterlesen, das ich gerade am Lesen bin. Hoho. Und ich habe schon wieder vergessen, mein Skype auf beschäftigt zu stellen. Kleinen Moment. Das holen wir doch gleich mal nach. Beschäftigt. Minimieren. So. Da bin ich schon wieder. Und hier. Ja. Ja. Wurde ich gerade in der Konfi angeschrieben. Oder allgemein in der Konfi wurde ein Hallo geschrieben. Von einem Mitglied des Blank-Clans von Mario Kart 8. Sehr nette Leute, muss ich schon sagen. Und das war eine sehr lustige Aktion, wie zwei Blankler und ich zusammen neulich, ja, einen amerikanischen Stream quasi gestürmt haben. Scheiße. Das war dumm. Quasi gestürmt haben und den ein bisschen getrollt haben und so. Das war schon ein wenig lustig. Teilweise mit den roten Panzern dann, weil wir ewig Vorsprung ständig hatten, gewartet, nur um sie wieder reinzuschießen und pipapo. Aber okay. Sowas kommt halt mal vor. Aber es war schon recht lustig, wie er dann irgendwann der Streamer wirklich ein extra Turnier aufgemacht hat. German versus American. Und dann das eine Team German und das andere American genannt hat. Ja. War schon amüsant. Das war eindeutig einer der genialsten Gaming-Momente, die ich bisher hatte. Und ich war froh, dabei zu sein. War schon echt lustig, auch wenn es bei uns dann 4:30 Uhr abends geworden ist. Ja. Während die, glaube ich, gerade 20, 22 Uhr oder sowas in dem Dreh rum hatten. Halt, da war doch noch was. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Also, dass ich mich da habe erwischen lassen, das war echt nicht mehr nötig gerade, aber gut, passiert halt. Manchmal fällt man eben auch mal. Das soll aber dem Spaß hier keinen Abbruch tun. Wir gehen hier weiter durch. Der Plan sieht vor, zwei Folgen heute aufzunehmen. Bei Vampire's Dawn, da das ein Retro-Projekt ist, könnten sie ruhig eigentlich auch etwas länger werden. Weil, ja, die Auflösung natürlich geringer ist und dementsprechend auch die Datengröße der fertigen Videodateien geringer ausfällt. Dementsprechend habe ich hier weniger Skrupel mal zu überziehen als bei anderen Projekten, auch wenn ich es trotzdem bei 15 bis 20 Minuten halten will, weil das auch eigentlich eine schöne Zeit, eine angenehme Zeit zum Zuschauen ist, denke ich. Allerhöchstens 25 Minuten, ab dann wird es eher ein bisschen schleppend, würde ich sagen, vermuten zum Zuschauen. Aber ich weiß nicht, da wäre vielleicht auch
eine andere Meinung mal ganz interessant. Ich für mich persönlich sehe das auch so, wenn ich anderen Leuten zuschaue, dann sind so das eigentlich die angenehmen Zeiten. Aber ja, drüber wird es wirklich manchmal echt schleppend. Dementsprechend meine Zeitaufteilung hier auf diesem Kanal. Und natürlich haben wir immer noch keine Zeit zum Lesen. Ich dachte, ich muss hier lang. Ich muss doch zum Magiezimmer. Das müsste doch hier irgendwo sein. Okay, ich bin da runtergekommen. Gehen wir mal nach rechts. Und dann fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Wo muss ich denn dann noch lang? Wenn das nicht der richtige Weg ist. Hoch? Nee. Eben. Hier unten war ja, glaub, auch nicht irgendwie eine Möglichkeit weiterzukommen, oder? Ach doch, da geht's weiter, okay. Ja, gut, dann hab ich gerade irgendwie Mist gebaut. Da schaut mein Magiezimmer. Ja, gut, das nehmen wir noch mit. Ach so, stimmt, das sieht ja hier ist ein bisschen anders aus. Runter. Ja, ihr merkt schon. Ich glaube, im ersten Teil musste man nur eine Zwischenmap durchlaufen, bis man zum Magiezimmer kommt. Und hier ist es jetzt deutlich mehr. Heilbalsam. Wahrscheinlich eher in den Fässern irgendwo. Nö, okay, dann gehen wir rein und stellen uns ihm gegenüber. Das Magierzimmer. Welch düstere Erinnerungen an diesen Ort noch in meinem Kopf herumspuken. Die Seelen, die hier gefangen wurden, schreien immer noch. Sie werden wohl nie eine Lösung finden. Hey, da vorne steht doch noch jemand. Es ist doch nicht etwa... Oh doch. Jaina! Willkommen, Valna. Willkommen, Elaine. Ich habe euch schon erwartet. Ihr seid meine kleinen Wachen geschickt umgangen. Ich bin stolz auf euch. Jaina, was soll das? Gib uns das Buch und komm mit uns mit. Nicht so schnell. Ich habe das Buch nicht bei mir. Also hast du es aber gehabt? Warum, Jaina? Warum hast du es gestohlen und bist damit hierher gekommen? Dieser Ort ist verflucht. Verflucht? Davon habe ich noch nichts bemerkt. Wo ist das Buch jetzt? Jaina, das Buch ist sehr mächtig. Du darfst nicht damit spielen. Kommt, ich zeige euch, wo das Buch ist. Und keine Sorge, solange ich bei euch bin, werden euch die Skelette nicht hinausbefördern. Jaina, das war nicht sehr klug von dir, aber jetzt holen wir uns erst einmal das Buch. Wir werden zu Hause darüber reden. Das Buch liegt auf dem Mittelturm, dort gelangt man nur vom südlichen Dach hin. Wir sollten also die Treppen auf das Dach nehmen. Und schon haben wir Jaina Level 1 in der Gruppe, die sogar was zaubern kann auf Level 2. Level 1. Schattenwolke, Giftregen, schwarze Explosion und schwarze Geister. Schön, schön. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Wir begeben uns auf Richtung Mittelturm. Und jetzt läuft uns auch Jaina nach wie so ein Hündchen. Ruff, ruff. Ja, und Valna freut sich, dass er hier zwei hübsche rothaarige Frauen hinter sich her hat, die ihm nachlaufen. Da kann man sich ja schon mal freuen. Lässt du mich hoch? Nur ein dummes Skelett. Muss ich jetzt ernsthaft warten, bis mich das vorbeilässt? Jetzt nach rechts, nach rechts, nach rechts oder nach unten. Danke. So. Ist ein bisschen ungünstig. Und jetzt kommen wir nämlich auch hier lang. Aber ich würde sagen, den Mittelturm hier, den schauen wir uns im nächsten Part gemeinsam an, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire's Dawn.
Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.